Heute in diesem Video geht es darum, wenn du zu einem MPU musst, weil du mit chemischen Substanzen aufgefallen bist, wie Kokain, Amphetamin, Ecstasy, vielleicht sogar Heroin. Da musst du jetzt eine Abstinenz nachweisen, um den Gutachter auch widerlegen zu können, dass du eine gewisse Zeit, bevor du die MPU gemacht hast, auch wirklich sauber warst, also keine Drogen eingenommen hast. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Arten, wie du die Abstinenz nachweisen kannst. Es gibt einmal die Möglichkeit, das Ganze mit Haaren rückwirkend nachzuweisen und einmal ganz normal mit Urin in der Zukunft nachzuweisen. Und beide haben Vor- und Nachteile. Fangen wir einfach mal mit den Haaranalysen an. Größter Vorteil bei einer Haaranalyse ist natürlich, du kannst Haare abgeben, 6 cm bei Betäubungsmitteln. 6 cm bedeuten gleich auch 6 Monate rückwirkend. Das heißt, die Zeit, die du in der Vergangenheit schon durchgemacht hast, können wir hier einholen, ohne neue Zeit zu investieren. Das funktioniert aber auch ebenso bei vielen Menschen nicht, auch bei vielen Teilnehmern, die wir bisher schon betreut haben für die MPU. Da hat es leider nicht geklappt, obwohl sie nichts konsumiert haben oder nach deren Angaben nichts konsumiert haben. Aber es kann immer wieder mal passieren, dass wenn du noch Kontakt hast zu Menschen, die konsumieren, dass dann irgendwas in die Haare übergeht, weil man sich vielleicht irgendwie einen Joint gebaut hat oder irgendwie Koks auf die Fingerspitze genommen hat, das dann geleckt hat und dann ist man irgendwie betäubt und dann fängt man an, sich gegenseitig so in die Haare zu gehen. Kann alles verschiedenste Gründe haben. Und wenn sie dann die Haare da entnehmen, dann finden sie da Spuren und dann führt es dazu, dass die Haaranalyse einen positiven Befund hatte und die nicht verwendbar ist für die MPU. Und ja, dann ist das Geheule natürlich groß, weil man die Zeit dann doch nicht mal zurückholen muss, obwohl man sich vorher darauf eingestellt hat. Deswegen empfehle ich, wenn überhaupt, eine Haarabgabe immer nur dann, wenn du schon wirklich eine lange Zeit sauber bist. Also beispielsweise, du bist 2017 aufgefallen mit Cannabis, bist jetzt seit Anfang 2019 sauber, jetzt haben wir 2022 und wenn du jetzt Haare abgeben würdest und du sicher bist, dass du im letzten Jahr nie Kontakt hattest zu irgendwelchen Menschen, die am Kiffen waren, wirklich absolut komplett keinen Kontakt, dann kann es auch gut ausgehen. Aber es gibt halt immer wieder so diese Zwischenfälle, dass man unbewusst irgendwie in Kontakt tretet und dann ist es natürlich blöd, weil ja dann ist das Ding gelaufen, weil sobald sie die Haare entnehmen, sehen sie den ganzen Zeitstrahl von der Entnahme rückwirkend 6 cm. Also es ist wirklich wie so ein Zeitstrahl, kannst du dir das im Grunde vorstellen. Und jetzt gehen wir mal zu den Urin-Screenings, da ist der Vorteil, dass sie quasi 6 Monate oder 12 Monate, je nachdem, immer nur kleine Lücken sehen, kleine Sichtfenster in diesem ganzen Zeitstrahl. Das heißt, bei Urin-Screenings könnte man so sogar managen, dass man währenddessen kontrolliert konsumiert, das zwischen den Screenings macht und es kommt niemals raus. Solltest du natürlich nicht machen, aber da ist halt einfach der Vorteil, wenn während einer Abstinenz irgendwie unbewusst was eingenommen wird, oder irgendwie, dass du Kontakt kommst mit Menschen, die was machen und ein Screening erst ein paar Wochen später aber stattfindet, dann ist bis zu dieser Zeitspanne, wo das Screening kommt, ja wieder eine große Zeit dazwischen, wo dann eventuell nochmal Rückstände abgebaut werden und das Screening somit auch unauffällig verläuft und du dann so aus der Sache rauskommst. Deswegen sind Urin-Screenings meiner Meinung nach immer viel, viel zielführender für die Abstinenz bei der MPU, währenddessen Haarproben, ja, bei den einen klappt es, bei den anderen klappt es nicht. Wenn du aber sauber bist und lange Haare hast und die Haare abgeben möchtest, dann würdest du im Prinzip im schlimmsten Fall nur die 250 Euro ungefähr für das Screening verbrennen, aber würdest im besten Fall natürlich die Zeit einholen. Aber beim Urin-Screening wäre es dann so, dass du zwar von jetzt anfängst bis 6 Monate in die Zukunft, du aber im Normalfall sicherer fährst, weil falls irgendwie ein Kontakt zustande gekommen ist und du ein Timing so getroffen hast, dass kein Screening anfällig ist, dann klappt es in der Regel auch. Wenn du aber auch dieses Problem hast, der MPU, auch vielleicht Abstinenzschwierigkeiten hast oder auch Schwierigkeiten hast, einfach aus dieser ganzen Drogenszene herauszukommen, dann hast du jetzt die Möglichkeit, dass du mit mir ein kostenloses MPU-Beratungsgespräch führen kannst. Dazu müsstest du einfach nur die Internetseite auf deinem Handy öffnen, www.sedura.de, und dann füllst du ein kurzes Formular aus, damit ich weiß, wer du bist, wo du gerade stehst und wie ich dir am besten helfen kann. Danach vereinbaren wir dann ein kostenloses 45-minütiges MPU-Beratungsgespräch über eine Videotelefonie. Das heißt, du musst nicht extra zu uns kommen nach Düsseldorf, sondern kannst das alles von zu Hause aus machen nach deinem Feierabend.
und dann erkläre ich dir genau, wie du aus der ganzen Szene rauskommst, was für eine Abstinenz bei dir am besten ist. Das kann ich anhand deiner erfassten Werte, die damals passiert oder zustande gekommen sind bei der Polizeikontrolle, quasi berechnen und kann dir dann sagen, was bei dir am meisten Sinn macht und natürlich auch, wie das gesamte MPU-Thema aussieht und wie du die MPU bestehst. Deswegen kurz eintragen, sendura.de, und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und ein frohes neues Jahr. Ja, natürlich, dass man mit einem halben Jahr Abstinenz seinen Führerschein wieder hat, ist sehr viel besser, als wenn man ein Jahr dafür braucht. Natürlich war ich am Anfang erstmal skeptisch, ob das soweit überhaupt stimmt, hat aber geklappt, obwohl bei mir halt dauerhafter Konsum nachgewiesen werden konnte. Und ja, das Beste ist, so, man ist halt umso schneller wieder zurück hinterm Lenkrad.